I'm Tommy the Duke Morrison, a heavyweight with 24 knockouts, and I'm going to the top. Tommy Morrison. Kaum ein anderer Boxer konnte die Fans so faszinieren und noch weniger hatten einen so tragischen Untergang im Leben. Während in den 90er Jahren überwiegend schwarze Fighter das Boxen dominierten, war Tommy Morrison die große amerikanische Hoffnung auf einen weißen Schwergewichts-Champion. Get off quickly, before he gets a chance to grab on. Good combination for Tommy Morrison. Die Frauen liebten ihn für sein Aussehen und die Männer für seine brutalen Knockouts. 227 pounds. Mit einem Sieg nach dem anderen katapultierte er sich nicht nur auf die große Kinoleinwand mit Sylvester Stallone im Rocky-Film, sondern auch in das Gespräch um einen Superkampf mit Mike Tyson. Doch so hart die Schläge von Morrison noch waren, eines steht fest. Niemand schlägt härter zu als das Leben und genau diese Lektion sollte er später einmal selbst lernen. Ich präsentiere euch heute den rasanten Aufstieg und tragischen Untergang von Tommy the Duke Morrison. Doch zuerst einmal gibt es eine ganz kurze Werbung für den besten Kampfsportjob der Welt. Die beste Auswahl an Kampfsportartikeln findet ihr immer bei kunpon.de und mit meinem Rabattcode RING10 spart ihr da immer noch satte 10%. (lacht) 1969 wurde Tommy in der amerikanischen Kleinstadt Jay in Oklahoma geboren. Schon sein Vater und zuvor sein Großvater waren Boxer, daher war es keine Überraschung, dass es auch ihn in diesen Sport zog. Das erste Mal betrat er mit 10 Jahren ein Boxgym und es dauerte nicht lange, bis man erkennen konnte, was für ein talentierter Junge er war. Wenige Jahre später, in einem Alter von nur 15 Jahren, war er körperlich schon so weit entwickelt, dass ihn sein Vater mit einem gefälschten Ausweis gegen erwachsene Männer kämpfen ließ. Verdammt unfair eigentlich für die erwachsenen Männer, denn die wurden reihenweise von einem Teenager ausgenockt. Nach seinem Schulabschluss 1988 standen Tommy alle Türen offen. Denn er war nicht nur ein Ausnahmetalent im Boxen, sondern auch ein ausgezeichneter Footballspieler, wodurch ihm mehrere Universitätsstipendien angeboten wurden. Zeitgleich bekam er allerdings auch die Möglichkeit, sich für die Olympischen Spiele im Boxen zu qualifizieren und entschied sich stattdessen für diesen Weg. Die Hoffnung war groß, allerdings wurde er bei den Qualifikationen in einem harten Kampf von dem bereits 25-jährigen Ray Mercer, dem späteren Goldmedaillensieger, geschlagen und es sollte nicht das letzte Mal sein, dass die beiden im Ring aufeinandertreffen. Mit der verpassten Chance auf die Olympischen Spiele hatte Tommy genug davon, ohne Bezahlung zu kämpfen, daher entschied er sich dazu, das Boxen zum Beruf zu machen und endlich Profiboxer zu werden. Gerüchten zufolge hatte er bis dahin mit nur 19 Jahren schon eine absolut verrückte Bilanz von 340 Siegen, darunter 300 Knockouts und nur 22 Niederlagen. Wobei offiziellere Quellen auf etwa 222 Kämpfe verweisen. So oder so eine Menge Kämpfe für einen 19-Jährigen und diese Erfahrung machte sich sofort bemerkbar. In seinem ersten Jahr kämpfte Tommy 18 Mal und gewann jeden einzelnen dieser Kämpfe. 11 Gegner hintereinander wurden von ihm brutalst ausgenockt. 7 davon überlebten nicht einmal die erste Runde und sofort begannen die Leute damit, ihn mit einem anderen, furchteinflößenden Boxer zu vergleichen, der nur wenige Jahre zuvor auf eine ähnliche Art und Weise durch seine Gegner hindurchging. Die beiden hatten allerdings noch eine weitere Gemeinsamkeit, denn Tommys Manager Bill Clayton, der zuvor auch schon Mike Tyson berühmt gemacht hatte, sorgte dafür, dass seine Karriere einen ähnlichen Weg nahm. Er ging sogar so weit, dass er Tommy gegen die gleichen Gegner wie Tyson kämpfen ließ, damit die Leute einen Gegenübervergleich hatten und sehen konnten, wie er seine Gegner auf eine teilweise noch brutalere Art ausnockte.
einen Gegner, den Tyson zuvor innerhalb von nur 3 Runden aus dem Weg geräumt hatte, konnte Tommy nicht ausknocken. Am 25. Juni 1989, bei seinem 12. Kampf gegen Steve Sauski, war Tommy nicht er selbst. Er konnte sich kaum auf den Kampf konzentrieren, denn er war nervös. Da die Medien ständig darüber sprachen, dass Morrison eines Tages gegen Tyson kämpfen und diesen besiegen könnte, beschloss Mike einfach, sich dieses Monster, von dem er so viel hörte, mit eigenen Augen anzuschauen und setzte sich direkt in die erste Reihe. Morrison wusste das und durch diesen Druck versuchte er, den Knockout gegen Steve Sauski zu erzwingen, was ihm nicht gelang, und am Ende musste er sich mit einem Sieg über Punkte zufrieden geben. Nichtsdestotrotz weckten seine spektakulären Siege nicht nur das Interesse von Mike Tyson, sondern auch das von Sylvester Stallone, dem Star der Rocky-Box-Filme. Zufällig war dieser gerade auf der Suche nach einem jungen, gut aussehenden Schauspieler für die Rolle seines Schützlings im neuen Rocky-Film, als er im Fernsehen einen Kampf von Tommy sah. Wenige Tage später bekam Morrison einen Anruf und schließlich die Rolle von Tommy Gunn. Ich will so werden wie Sie. Ich habe alles über Sie gelesen, zum Beispiel über Ihren Kampf gegen Apollo. Alles, was ich will, ist eine Chance. Lassen Sie es mich versuchen. Daraufhin zog er sich für 6 Monate aus dem Boxen zurück, um sich auf die Dreharbeiten zu konzentrieren. Sein Manager Bill Clayton hatte den perfekten Plan geschmiedet. Zuerst sollte Tommy den Rocky-Film drehen, dadurch an Bekanntheit gewinnen und dann gegen Mike Tyson um den Schwergewichtstitel kämpfen. Doch leider kam wie so oft im Leben alles anders als geplant. Tommy war gerade mitten in den Dreharbeiten, da wurde Mike Tyson in Japan von dem haushohen Underdog Buster Douglas ausgenockt und verlor somit seinen Titel. Als der Film dann Ende 1990 herauskam, begann für Tommy ein ganz neues Leben. Über Nacht wurde er von einem aufstrebenden Boxer zu einem absoluten Superstar in Amerika. Doch dieser plötzliche Aufstieg hatte auch eine Schattenseite und diese sollte sich schleichend bemerkbar machen. Während er zuvor Tag ein, Tag aus damit beschäftigt war, sich im Gym auf die nächsten Kämpfe vorzubereiten, sah man ihn jetzt immer öfter auf wilden Partys. Er lebte das Leben eines jungen Superstars in vollen Zügen. Frauen, Alkohol und andere Drogen gehörten jetzt zu seinem Alltag. Die Rechnung für diesen rücksichtslosen Lifestyle bekam er dann später im Ring. Anstatt also gegen Tyson um seine Titel zu kämpfen, traf er am 18. Oktober 1991 auf seinen ehemaligen Rivalen Ray Mercer. Es ging um den Weltmeistertitel der WBO im Schwergewicht und Tommy war heiß drauf, sich für die Niederlage 3 Jahre zuvor bei den Amateuren zu rächen. In den ersten 2 Runden des Kampfes schaffte es Tommy sogar mit krachenden Händen, Mercer beinahe aus dem Ring zu schicken. Doch diesem gelang es auf wundersame Art und Weise, den Schlägen standzuhalten. Tommy, der sich in den ersten 4 Runden im Versuch, Mercer auszunocken, völlig ausgepowert hatte, wurde zu Beginn der 5. Runde in der Ecke von Ray erwischt und was folgte, war eine der brutalsten Szenen aller Zeiten im Boxen. Nach einer harten Kombination von Mercer verfing sich der bereits bewusstlose Tommy mit den Armen in den Ringseilen und wurde dadurch auf den Beinen gehalten, während Ray eine gnadenlose Hand nach der anderen auf ihn abfeuerte. Morrison ging an diesem Abend brutal Knockout und verlor somit seinen ersten Kampf als Profiboxer. Ab da ging es mit seinem Leben rasant bergab. Er nahm immer mehr Drogen und war ständig auf Partys, um sich von dieser Niederlage abzulenken. 5 Monate nach dem K.O. stand er zwar wieder im Ring, allerdings stellte man ihm einen Gegner vor die Fäuste, den er mit Leichtigkeit besiegen sollte, um sein Selbstvertrauen wiederzufinden. Nach 2 Runden beendete er den Kampf durch Knockout und auch seine nächsten Kämpfe gegen minderwertige Gegner konnte er für sich entscheiden. 1993 bekam er allerdings die Gelegenheit, gegen Big George Foreman um den Titel zu kämpfen und für einen kurzen Moment war Morrison wieder zurück. Der 44-jährige George Foreman galt immer noch als einer der gefährlichsten Schwergewichtsboxer aller Zeiten und Morrison war bewusst, dass er alles geben musste, um diesen Kampf gewinnen zu können. Sein Fokus zu 100% auf diesen Kampf gerichtet, verzichtete er auf jegliche Drogen, Partys oder Frauen. Morrisons Trainer sagte einmal, das wäre das erste und einzige Mal gewesen, dass Tommy sich wirklich zu 100% ohne Ablenkungen auf einen Kampf vorbereitet hatte. Mit dieser neu gewonnenen Motivation besiegte er entgegen aller Erwartungen George Foreman und wurde schließlich Weltmeister im Schwergewicht. Doch so schnell diese Motivation auch kam, so schnell war sie auch wieder weg und er verfiel sofort in alte Muster.
Der Sieg wurde Tage und Nächte lang gefeiert. Keiner war noch in der Lage mitzuzählen, wie viele Frauen an seiner Seite waren, und sein Drogenkonsum begann, sein Opfer zu fordern. Innerhalb nur weniger Monate veränderte sich sein Aussehen, als ob er um Jahre gealtert wäre. Und auch seine Leistung im Ring war nie mehr dieselbe. Nach diesem Sieg sollte er für eine garantierte Summe von 9 Millionen Dollar gegen Lennox Lewis kämpfen. Nach wochenlangen Partys fühlte sich Morrison allerdings nicht bereit dazu und wollte sich erstmal mit Michael Bent, einem Aufbaugegner, auf diesen Kampf mit Lennox Lewis vorbereiten, doch wieder einmal kam alles anders als geplant. Der Grund: Tommy hatte kaum für diesen Kampf trainiert und sogar die Nacht vor dem Kampf komplett durchgefeiert. Sein langjähriger Manager Bill Clayton, der seine Karriere von Anfang an aufgebaut hatte, konnte das unprofessionelle Verhalten von Morrison nicht mehr ertragen und trennte sich von ihm. Wieder einmal war er an einem Tiefpunkt in seinem Leben angekommen, doch was als nächstes passierte, schockte die ganze Welt. 1996 unterzeichnete Morrison einen 40 Millionen Dollar Vertrag über 3 Kämpfe bei Don King, darunter mindestens einem garantierten Superkampf gegen den frisch aus dem Knast entlassenen Mike Tyson. Der erste Kampf in dem Vertrag sollte gegen Carl Weather stattfinden, wieder einmal ein Aufbaugegner, um sich auf den großen Kampf mit Tyson einzustimmen. Doch nur wenige Tage vor dem Kampf weigerte sich Morrison plötzlich, der Anti-Doping-Aufsicht eine Blutprobe abzugeben. Seine schwache Ausrede: er fürchtete sich vor Spritzen. Schlussendlich musste er eine Probe abgeben und der Kampf wurde überraschenderweise abgesagt. Wenige Tage später präsentierte sich Morrison in der Öffentlichkeit mit einem Statement. I have tested positive for that virus. I'm convinced that I probably contacted this. I didn't do the right things. I led a very reckless lifestyle. Er bat seine jungen Zuschauer, ihn nicht weiter als Vorbild zu sehen, denn er hatte sich mit dem lebensgefährlichen Virus HIV angesteckt. Positive for the HIV virus. Morrison pleaded with his young fans to abstain from casual sex. My young fans out there, I'd ask that you no longer see me as a role model, but see me as an individual that had the opportunity to be a role model. Er selbst gab zu, dass ein rücksichtsloser Lifestyle voller Drogen und ständig wechselnder Frauen zu seiner Ansteckung geführt hatten. Später kam sogar heraus, dass er sich bereits 1989 mit dem Virus angesteckt und das seitdem verheimlicht hatte. Seine Boxlizenz wurde ihm sofort entzogen und Tommys Leben ging in die Brüche. Während er zuvor von allen in seinem Umkreis für seinen strahlenden Charakter geliebt wurde, zeigten sie ihm jetzt gegenüber nur noch Verachtung. Alte Freunde und Bekannte wandten sich von ihm ab und er verfiel in tiefe Depressionen. Sein Drogenkonsum erreichte schließlich einen neuen Höhepunkt, bis er aufgrund von Waffen- und Drogenbesitz für 14 Monate ins Gefängnis ging. Nach seiner Entlassung wollte er sein Leben wieder in den Griff bekommen und er schien sogar auf dem Weg der Besserung zu sein. Er nahm Medikamente, um gegen seine Krankheit vorzugehen, und seine Verfassung besserte sich. Und dann folgte die große Überraschung und 2006 gab er sein Comeback bekannt. Nicht nur das, er behauptete sogar, dass er nie an HIV erkrankt wäre und konnte mehrere negative Tests vorweisen. This blood test shows that Tom is negative. Tom has taken all these tests. Gerüchten zufolge war seine zu dieser Zeit Freundin und spätere Ehefrau Trisha Morrison der Grund für diesen Wandel. Sie überzeugte ihn davon, dass HIV nur durch Verkehr zwischen Männern übertragen werden könnte, da es die Strafe Gottes für diese Sünde wäre, und manipulierte Morrison durch Gehirnwäsche dazu, an seiner Erkrankung zu zweifeln und seine Medikamente abzusetzen. 2007 stieg Morrison nach 11 Jahren Abwesenheit wieder in den Ring und war überzeugt davon, dass er das größte Comeback aller Zeiten im Boxen hinlegen und wieder einmal Weltmeister werden könnte. Er besiegte in diesem Jahr John Castle durch Knockout mit einem linken Haken und 2008 dann Matt Weishaar. Doch das sollten seine letzten Kämpfe bleiben. In den nächsten 3 Jahren versuchte er zwar immer wieder in den Ring zu steigen, doch niemand wollte gegen ihn kämpfen, aus Angst vor seiner Erkrankung. Mitte 2011 zog er sich endgültig aus den Boxen zurück, aufgrund seiner verschlechterten Gesundheit. 2 Jahre später, am 1. September 2013, starb Morrison im Krankenhaus an den Folgen von AIDS. Er wurde nur 44 Jahre alt.
Trotz seines problematischen Privatlebens und seiner turbulenten Karriere wird Morrison als einer der spektakulärsten Boxer aller Zeiten in Erinnerung bleiben. Seine Siege über George Foreman und Razor Ruddock trotz seiner Erkrankung zeigt, wie viel Potenzial in ihm steckte. Und sein früher Tod warnt vor den Gefahren des Drogenmissbrauchs und erinnert uns alle daran, wie wichtig es ist, auf seine eigene Gesundheit zu achten. Das war's von meiner Seite zu dem Aufstieg und tragischen Untergang von Tommy the Duke Morrison, Freunde. Ich hoffe, dieses Video hat euch sehr gefallen. Tommy Morrison ist einer meiner absoluten Lieblingsboxer aller Zeiten und ich fand es wichtig, dass diese Geschichte ein bisschen mehr Anerkennung oder auch Gehör bekommt im deutschen Raum. International gibt es viele Videos, die sein Leben ein bisschen porträtieren, aber in Deutschland hat sowas bis jetzt ein bisschen gefehlt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so war, drückt gerne den Daumen hoch, schreibt einen Kommentar und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf und ciao, ciao.